Am 1. April 2004 gründete Marco Pengel die P-Konzept Automobile EK. Und zwar mit 3 PKWs und das alles vor seiner Garage. Ursprünglich war P-Konzept ein Beratungsunternehmen für andere Autohäuser. Allerdings wurde der Handel mit den Fahrzeugen schnell zum Hauptgeschäft von P-Konzept Automobile. Da Marco Pengel in seiner Jugend schon passionierter Camper war, dauerte es nicht lang, dass das erste Wohnmobil in seinem Fahrzeugbestand mit aufgenommen worden ist. Doch bei einem Wohnmobil blieb es nicht lang und schnell wurden daraus bis zu 10 Wohnmobile, die Marco mit seiner Mutter damals nicht nur verkaufte, sondern auch vermietete. Nach dem Umzug mit seinem Betrieb nach Schwöper wurde der Platz immer geringer und somit zog Marco mit seinem Betrieb 2007 hier in die Hagsbüttler Straße 16 in Lagesbüttel. Am 01.04.2007, also 3 Jahre nach Gründung, wurde aus dem Betrieb die P-Konzept Automobile GmbH. Inzwischen mit 4 Angestellten und knapp 150 gebrauchten PKWs sowie 10 bis 15 Wohnmobilen. Doch 2010 erfolgte dann der Wandel. Die Vertragspartnerschaft mit der renommierten Marke Bürstner läutete bei P-Konzept das neue Wohnmobil-Zeitalter ein. Und ab da wuchs das Unternehmen von Jahr zu Jahr. 2012 wurde dann eine Werkstatthalle speziell für Freizeitfahrzeuge von bis zu 8 Tonnen Gesamtgewicht gebaut. 2014 kam dann noch die Marke Iriba Wohnwagen dazu. 2021 wurde dann das Markenportfolio mit der Marke Carthago und Malibu Vans abgerundet. Inzwischen beschäftigt das Unternehmen in Spitzenzeiten bis zu 30 Mitarbeitern. P-Konzept hat eine umfassende Vermietflotte von bis zu 130 Reisemobils und Wohnwagen. Außerdem haben wir hier auf dem Hof und anderen Stellflächen, die extra angemietet worden sind, bis zu 200 Reisemobile und auch Wohnwagen. So Marco, und jetzt ist das Jahr 2024 und du kannst mit voller Stolz auf wundervolle und erfolgreiche Jahre zurückblicken. Wir, dein Team vom P-Konzept, wir freuen uns riesig, mit dir das 20-jährige Jubiläum zu feiern.